So Jägerinnen flitzen herum. Autsch, da links. Oh, was für ein dickes Monster, das da angreift. Haut ab. Verschwindet. Nein. Oh Mann. Puh. Das hat gerade noch mal gut gegangen. Ich glaube, keine einzige hat ihr Leben verloren. Toi. Achso, wir wollten uns ja eigentlich um das große Ganze weiter kümmern. Hier entstehen überall Mauern. Gold ist das Problem. 1000, knapp 700 haben wir mittlerweile. Hohen Unterhalt fressen alle unsere Raketenwerfermänner. Unsere Rocketmen. Schönen Gruß in der Nordkorea von Donald Trump. Und unsere Schocktürme und was wir so alles haben. Zur Abwehr gegen unsere Zombie-Erzfeinde, die uns irgendwann überfallen werden. Die Türme und die Mauern, die verbrauchen keinen Unterhalt. Deshalb konzentrieren wir uns da im Augenblick ein bisschen drauf. Hier können wir die einen oder anderen beispielsweise noch bauen. Reicht das hier aus? Nein, zu viele Mauern im gleichen Gebiet. Dann ist der quasi fast schon überflüssig. Setzen wir noch ein paar von den Pfahlfallen davor. Und dann haben wir das hier auch gelöst. Wie sieht's hier aus? Oh, er kommt mittlerweile ein paar Sniper angedackelt. So ist es gut. Hier sind 4 Sniper. Dann schicken wir den hier hin. Und den schicken wir auch dorthin. Der kommt dorthin. Was soll man davor noch bauen jetzt? Oh, hier sind viel zu viele Raketenwerfer. Wie schön. Da können wir ein paar abziehen. Woanders werden die dringend benötigt. Zum Beispiel hier. Da schicken wir einen hin. Und seinen Kollegen, den schicken wir auch dorthin. So, hier haben wir ein paar Sniper mehr. Der kommt bitte hier rein. Der kommt bitte dort rein. Vier Raketenwerfer hier, alles bestens. Da kommt noch ein Sniper. Den schicken wir hier rein. Also im Großen und Ganzen läuft das doch ganz gut. Oh Gott, so viele Sniper, so viele Raketenmänner, 6 Stück. Die können wir nachher noch verteilen. So, jetzt haben wir wieder 2848 Gold. Wie sieht es hier aus? Das sieht okay aus. Hier noch eine Ebene davor, damit der Schockturm nicht völlig isoliert ist. Zu viele Mauern im gleichen Gebiet mal wieder. Dann das Stück genau vor dem. Das wollen wir hiermit mit den Stacheldrahtfallen schützen. Das ist okay. Hier müssen wir gleich noch mächtig umgestalten. Und hier auch, aber das machen wir nachher, wenn wir das Öl nicht mehr brauchen. Das sind ja Ölquellen am Werke. Hier hatten wir viel schon gemacht. Hier wollten wir noch einen Schockturm gleich platzieren. Drei, vier, fünf Sniper. 6, 7, 8. Den können wir auch woanders hinschicken. Wir haben auch mehr als genug, aber die Fläche ist auch weitaus größer. Die wollen wir mal ein bisschen gleichmäßiger verteilen. So,
Ah, wie viele hier mittlerweile angekommen sind, das ist heftig. Also, einer dorthin. Da kann man doch mitarbeiten. Die drei hier, wenn wir die Türme komplett vollstellen, dann schießen die nur alle auf den gleichen Feind. Das macht wenig Sinn. Das überlegen wir uns am Schluss noch. Das ist noch ein bisschen Micromanagement, dafür ist es jetzt noch zu früh. Hier, oh, hier fehlen uns noch welche. Hier fehlen uns noch Sniper, aber mächtig. Dann wollen wir mal da welche hochschicken. Hier sind Kasernen. Einer nach dort unten hin. Und hier die schicken wir. Genau, die schicken wir hier hin. Die können wir auch schon mal ein bisschen verteilen. Wieder den beiseite schubst, witzig. 2256 an Gold. So, hier haben wir den Tesla Tower hingestellt. Das heißt, wir können jetzt Unmengen an Snipern fehlen da. Und hier oben auch. Stellen wir gleich mal die nächsten ein. Raketenmänner. Wohin? Nach hier unten? Einmal vier. Das reicht eigentlich. Hierhin schicken wir noch einen. Und dann packen wir noch einen Raketenmann hier raus. Ja, kann man schicken. Hier fehlen noch welche, ne? Genau. Da fehlt das Gold. Nein, die Ölförderung ist zu gering für die Versorgung dieser Einheit. Das war's. Wir haben gerade mal 78. Das war der letzte, den wir fertigen konnten. Autsch. Das heißt aber auch, dass wir die Öltürme gleich nach hier auch abreißen können. Weil das nichts mehr bringt. Wo haben wir zu viele Raketenmänner? What? Ready to burst some infected. Wahrscheinlich eher hier unten, ne? Es geht, schauen wir uns nachher mal an. Wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir jetzt noch ein paar Sniper mehr konzentriert gebaut bekommen. Und stellen die dann, schicken die dann tatsächlich auch hier oben hin. Dorthin. Beziehungsweise. Dorthin. Und achso, wir haben uns auf unsere Sperrinnen länger nicht mehr geguckt. Schick die mal hier hoch. Oh nein, das war die falsche Taste. Order, you pay.
Wo stellen wir noch mehr Wälle hin? Hier können wir noch was machen. Na, hier können wir nicht so viel machen. Wir können ein bisschen was machen. Ein paar von den Pfahlpfeilen. Oh, ich kann nicht so nah am Kartenrand bauen. Das hatte ich ja noch gar nicht. Witzig. Und das ist auch okay. Hier können wir gleich das Öl abreißen, die Ölförderanlagen abreißen und uns hier hin zurückbegeben. Die sind wirklich sehr viele Raketenmänner und viel zu viele Sniper. Das heißt, den schicken wir mal quer rüber. Und auch den. Alle drei können wir da hochschicken. Weitere Thanatos-Einheiten fertig. Das ist mutmaßlich der letzte. Der letzte, den wir überhaupt noch irgendwo hinschicken können. Und dann war's das. Also 5 hier ist ein bisschen knapp, weil die so eine breite Grenze zu bewachen haben. Den schicke ich mal hier oben hin. Gold füllt sich wieder allmählich. Wie sieht's mit den Snipern aus? Und wenn das jetzt wirklich mit dem Öl schon war, dann können wir die Einheiten hier alle abziehen. Dann reißen wir die Ölförderanlage hier ab. Wir haben jetzt minus 10, aber das ist völlig egal. Weil die können wir dann zwar nicht mehr bauen, aber die werden weiterhin versorgt. Das Öl können wir weiterhin zwar auch verkaufen. Aber wir können es auch abreißen, dann sparen wir nämlich Energie. Und Energie werden wir brauchen und wir können all diese Dinge hier alle aufgeben. Die brauchen wir dann alle nicht mehr. Und die Herrschaften hier schicken wir zurück. Eine einsame Sperrin, was sie da macht, ist mir ein Rätsel. Dadurch sparen wir auch wieder Gold. Und zwar, denke ich mal, mehr Gold, als wir dadurch verlieren, dass wir die Überschüsse nicht mehr verkauft bekommen. Das hat sich also, behaupte ich mal, auf jeden Fall gelohnt. Und ähnlich gilt das auch hierfür. Die Ölplattform reiße ich auch ab. Wir können Einheiten wohl kaum drüber schicken, laufen, ne? Ne, genau. Können die nicht. Die können nur drumherum wandeln. Okay. Und hier müssen wir noch den Tesla Tower ummanteln. Bauen wir noch Pfahlfallen dazwischen.
hier noch eine Mauer hin. Weitere Sniper. Gold füllt sich. Wir können daran denken, so langsam die Schocktürme auch hinzustellen, die wir brauchen. Denn die Mauern haben wir weitestgehend hier jetzt platziert. Hier sind alle zurück. Das heißt, wir können hier die Tore füllen. Was die Zivilisten hier machen, das ist mein völliges Rätsel. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir hier die Schocktürme hin? Die Balliste können wir... Da hinten steht eine. Da ist für einen Schockturm kein Platz mehr. Wir könnten einen Turm abreißen oder eine Balliste abreißen und den Schockturm stattdessen hier platzieren. Hierhin. Da scheint mir auch die klügere Entscheidung zu sein. Ist zwar schade um die Balliste. Was hat er für einen Radius? So rum. Rechts versetzt. Lieber mehr in die Mitte, weil wir ansonsten ja nur das Gewässer schocken, da haben wir nichts von. Das dagegen finde ich gut. Jetzt sollen wir die Verteidigungswelle hier setzen. Hier können die Leute nicht durchmarschieren. Das ist schade. Dann investieren wir doch mal eine Stacheldrahtfalle hier. Mittlerweile haben wir auch genug Gold, denke ich, um die ein oder andere Stacheldrahtfalle zu platzieren. Und den hier, der Titan, ich neige dazu, den hier, das ist der einzige, den wir davon haben, den hier hochzustellen und hier, direkt hier hin. Dann kann er in die ganze Mitte hier behaken. So, jetzt können wir hier die Schocktürme bauen, die wir bislang noch vermieden hatten. Energie haben wir ja. Einer hier hin. Einer direkt hier hin. Das ist dann perfekt. So muss es sein. Super, bin begeistert. Dann können wir in die Räume dazwischen. Können wir hier noch eine Mauer hinstellen? Nein, natürlich nicht. Dann platzieren wir hier eine Stacheldrahtfalle. Und sind aber ansonsten hier sehr gut aufgestellt. Dann stellen wir noch, könnt ihr dahinter hinstellen? So können wir das machen. Wobei, das lasse ich mal weg. Ich neige dazu, dass wir an diese Stellen hier nachher eher die Herrschaften hier hinstellen. Weitere Sniper entstehen. Hier oben füllt es sich noch nicht so richtig mit Snipern. Hier sind jetzt welche da, oder? Nein, das sind einfache Zivilisten. Die brauchen eine Weile, bis sie oben angekommen sind. Okay. Läuft. Wo verbauen wir unser Geld als nächstes?
Hier, die Ölplattform wird noch abgerissen. Da sollte auch noch ein Sniper hin. Aber irgendwo ein zu viel. Ich schick mal einen von hier unten. Nach dort. Nee, wir haben die direkt hier, die da oben, die da rumgammeln. Und die da nichts zu tun haben. Wie viel brauchen wir hier links? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reicht nur ganz knapp, knapp aus. 8 hatten wir mal gezählt, aber das ist mir mittlerweile zu wenig. Schicken wir den noch hier hin. Jetzt ist die Frage, wo platzieren wir hier die Schocktürme? Das ist schwer. Das ist echt schwer, die gescheit zu platzieren. Da müssen wir irgendwas abreißen. Hier einen hin und dort. Ich schicke den mal hier hin. Den dahinter. Der kommt da nicht hin, ne? Ne, der kommt da nicht hin. So, jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir den Schockturm hier hinten hinstellen. Ja, der verteidigt dann im Prinzip nur das Gebiet hier vorne. Das ist irgendwie nicht so genial. Kann nicht so nah an eine Ölquelle gebaut werden. Den hier hin. Der nächste kann dann nur da oben hin. Der Abstand ist zu niedrig. Das ist echt furchtbar verbaut hier. Wenn wir einen doch weiter nach vorne stellen. Das ist ja nicht schlimm, wenn er dabei drauf geht. Aber dann kann er wenigstens die schon mal eine Weile aufhalten. Einen hier unten. Ich glaube, das machen wir. Den mache ich mal wieder weg. Einen hier, vier Felder Abstand. 1, 2, 3, einen dorthin. Hier ist Wald, hier kommen die eh nicht durch. Ja, das kann funktionieren. Die Türme sollten ihn eine Weile aufhalten. Dann haben wir hier quasi zwei hintereinander. Die schießen auf die Dicken. Die stehen vorne. Das kann funktionieren. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Kurze Erinnerung, das ist meine erste längere Partie mit Way of Billions überhaupt. Ich habe einmal eine gespielt, ich weiß nicht, über drei Tage, eine über vier, und habe mir dann gedacht, ach komm, ich Let's Player und setze auf die Schwarmintelligenz meiner Zuschauer. Ihr seid doch ganz clevere Leute. Mal schauen, ob es gut geht. Also ich stelle mir vor, das könnte jetzt irgendwie funktionieren. Wenn nicht, habe ich halt Lehrgeld gezahlt, eine Kolonie vernichtet, letzte Rettung der Menschheit dahin. Mal schauen, ob es genügt. Falls ihr meint das nicht, bitte kluge Kommentare posten. Wäre hilfreich.